Weiter geht's weiter mit unserem munteren Cube Escape Paradox Abenteuer. Neben Lennart und mir. Lennart, hallo! Hallo! Hallo. Haben wir Von einem natürlich. Dosentelefon. Genau. Oh, klingelt da etwa mein Dosentelefon? Denn tatsächlich, das ist ein bisschen peinlich, ich sagte in der letzten Folge, ein Gast, der jünger ist, wird kommen. Wir haben die Planung ein bisschen umgeändert, denn jetzt haben wir doch einen sehr alten Gast wieder dabei. Es ist Erisch, frisch aus dem Hallo. Dosentelefon. Hallo, Erik. Ich habe ein neues Mikro und es ist offenbar ein Dosentelefon. Es ist super Naja. schrecklich. Willkommen, Erik, zu deinem Gastauftritt. Erich, ich erwarte groß, weil wir hängen. Jessie hat mir aber allerdings noch eine letzte Nachricht gegeben. Versucht, das Sofa aufzuschneiden mit der Schere. Ey, warum krieg ich jetzt eine Steam-Nachricht? Weg! Alter, mittelmäßig gut, du würde ich hast sagen. das. Das war doch nicht das, was. Alter, mein Falsches Sofa, oder Du wie? solltest. Du solltest den Stift benutzen, Nick. Den Stift. Was? Nein, Sofa beim Malen. der Stift war für eine Kassette. Okay, Ja, aber Erisch. das war das, was du Ja. mitbegeben wolltest. Erisch, ich zeig dir schnell die Räumlichkeiten, ne? Ein paar Osen später. Hier haben wir dann. Oh mein Gott! Ist das ein Lichtschalter? Lennart! Lennart! Hm, Jessie, falls du okay. es siehst, wir sind Idioten! Es ist ein. Da muss ich Erik einfach mal. Er hat keine Ahnung, was bisher hier abging. Ich muss ihm Wie einfach gesagt, mal die Bude zeigen. ich sag's dir, ich mache überhaupt nichts. Ich bin einfach nur da und trotzdem funktioniert's irgendwie. Es ist wie bei Rusty Lake Roots damals. Erisch ist da und ich krieg Geistesblitze. Es ist einfach ein Lichtschalter. Lennart, wie konnten wir es nicht blicken, dass es ein verdammter Lichtschalter ist? Sind einfach nicht belichtet, ihr beiden. Egal, nichts hat Oh. geholfen. Ah, das Foto ist, aber das wohin muss. Ja, und jetzt haben wir hier noch diesen Raum. Das sind soweit alle Räume, die wir haben. Okay, was ist Achso, in dem Raum so Spannendes? da stehen wir und rauchen eine. Ach, okay, natürlich. Nick, was machst du da? Hör auf zu rauchen. So, ich würde sagen, vervollständigen wir das Bild. Erisch Fachmeinung, ist Mhm. das ein echtes Foto von echten Menschen? Oder ist es computeranimiert? Du Woman müssen wir eingeben. Warte. Guck es dir an. Jessie meint nämlich, die Technik heutzutage kann schon so etwas schaffen. Weißt du, Nick, es gibt da so Dinge, nennt sich Computerspiele und die haben eine realistische Grafik. Also ja, das können die theoretisch schaffen. Für mich ist das sowas von echtes Foto. Ich bleib dabei. Ja, Lennart? ich denke aber auch. Ach, Kann ich Gott mir sei natürlich Dank. auch vorstellen. So. Ich habe aber keine Ahnung, Wir es ist müssen doch hier egal, jetzt. oder? Wir müssen hier. Ja. Wir werden es niemals erfahren, was die Lösung ist. Wir The müssen jetzt Woman geben wir hier ein. The Woman eingeben. Woman. Ah, so. Und jetzt? Ich muss es wieder auf Englisch vorlesen. Ja. Ach komm, die alte Tradition. I woke up in this room. I felt different, less real. Where is she? The woman. Oh, wir Ich will schon müssen ihn ausmalen. anmalen. Wie malen wir den Oh, an? Lennart. Erstmal einen schwarzen Anzug. Ich bin. Ich mal schon wieder über. Ich hasse dich. Nick. Lennart monkt schlimmer rum als nie. Wie, das zählt? Nick, gehörst du auch zu den Personen, die es nicht hinbekommen, in Linien zu bleiben, wenn sie malen? Boah, guck mal jetzt. Ich hab noch nicht übergemalt. Doch. Jungs, ich hab. Doch. Bisschen. Nein, Bisschen. minimal. Ja, wir nehmen Minimal. das genau. Und schon wieder, auch Nick, was machst du denn da? Alter Junge. Ich hab noch nicht Ups. übergemalt. Oh. Okay, Nick. Gut ausgemalt, gut ausgemalt. Ach, ich muss das lesen, was da steht. Why do Nicht I schon keep wieder. thinking of her? I never met this woman. It was just another murder case. Ja, genau, wir sind ja der Ermittler Dale Vandermeer. Case 23, schaut euch Folgen 10 bis 13 an. Gute Folgen, ne, Lennart, damals mit dem schlechten Diner. Es waren deine ersten damals, Lennart. Dein Einstieg. Da war deine Kunst auch mal besser. What do I know about her? How did she die? Ja, wir wissen, wie sie starb. Erstmal hier abstellen. Erstmal abstechen, finde ich gut. Auf dem So gehört sich das Foto. hier. Schön makaber in diesem Spiel. Case 23. Ja, das war so schön. Dieser Fall. Und wir haben den Schlüssel. Kann ich weitermalen? Nee, der Stift ist weg. Wir brauchen den Stift auch für Jessis Kassette. Ihr alte Leute-Tipp aus den 90ern. Ist hierfür der Schlüssel? Nein. So. Schlüssel hier. Ah, Gold zu Gold. Unsere Akte, Jungs! The Death of Laura Thunderboom.
Wir müssen Bilder sammeln. Seid ihr gerade noch anwesend oder ja, ist es bei so still? Ich könnte ruhig was. Oh, Filmabend! Wo? 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 Das muss ich sehen. Warte mal, Nick, was gucken wir? Ich krieg's nicht runter. Zünn. Ah! Lennart, Erich, packt mal mit an! Ich bin die Schere, vielleicht steht das ja. Lennart! Das Fenster ab. Lennart, gib alles! Du bist doch eine dicke Biene, komm! Ach, hey, dick und nicht kräftig. Hängen Sie einmal diese Biene dran, dann wäre es unten. Das stimmt auch wieder. Okay, was haben wir denn hier? Das sind alles Leute, die wir kennen. Jacob Islander. Das ist Rusty Leg Roots. Albert Van Der Boom. Er ist es. Ich freue mich schon auf sein Spiel dieses Jahr. Vincent van Gogh. C. Islander, wenn man auch mal C. Keine Ahnung. Robert Hill, unser Lieblingspsychopath. Und Ida Reitziger. Oh, das ist also auch ihr. Die kennen wir. Ja, wir kennen sie unter dem Namen Van Der Boom, weil sie ja geheiratet hat. Ja. Müssen wir die nach der Größe sortieren, oder was ist hier der Plan? Und das ist Nur nach dem Alter vielleicht? Nee, davon muss man ja alle Teile gespielt haben. Ich bezweifle, dass die davon ausgehen. Stimmt, ja, das hat keinen. Ach, ich muss auch echt sagen, ich hab nicht gemerkt, dass die. Blau und weiß sind gleich groß, oder? Vielleicht andersrum? Ja, blau und weiß. Vielleicht ist. Oh, Evidence vielleicht. Ah, wer hat die Kassette? Das sind Beweise. Das heißt Evidence. Oh. Evidence? Was ist das? Jungs, wir können jetzt den Filmabend machen. Ganz wichtig, bevor wir was anderes machen. Was? Ja, Erich, Gott sei Dank haben wir dich hier dabei. Er muss jetzt nicht nur zu zweit mit Lennart hier denken, sondern wir haben hier noch ein drittes Gehirn, was schön mitdenkt. Erich, ich erwarte Großes, ja. Ne? Du bist ja nicht umsonst Erich. Aber ihr seid doch die K23 durchgespielt haben. Ja, das ist unser Fall hier, Lennart, den haben wir gelöst. Zeitungsartikel. Was soll ich damit hier? Das ist falsch. Hier gehört er hin. Evident Newspaper Artikel. Ah ja. Das ist Verschreibung von Medikamenten. Okay, ein Stück Kleid kommt da auch rein. Naja. Mhm. Hören wir uns erstmal die CD, die Kassette an. Tut mir leid, war kurz modern. So. Das kommt bei dir doch eher selten vor. So. Ein Relikt aus Jessys Zeit. Play. Es wird gesprochen. Ja. Ich weiß nicht. Erzählen Sie mir Ihren Traum. Oh, ich hab ferngesehen. Was ein Traum. Schöner Traum. Ja. Könnte schlimmer sein. Auf dem Bildschirm sah ich mich. Jetzt ist verstörend. Ja, ich sah anders aus. Realer. Wie kann man das sagen? Ich sehe realer aus. Moment. Was? Sprach ich rückwärts? Nein. Alter, Kanal 669. Das ist ein Fernsehkanal. Ja, das kann sein. Kann ich da oben umdrehen? Nee, hä? Nein, vielleicht ist es ja kein Kanal, sondern Irrisch! Nimm das Dosentelefon in die Hand! Schon dabei, ich hab schon die ganze Zeit auf. Er sagt der Kanal und nicht ein Telefon. Vielleicht ein Telefonkanal oder so. Ja, eben. Hallo? Ja, okay, Lennart, du hattest recht. Nein. Kanal kann man doch umstellen da an dem Regler, oder? Was für ein Regler? Da war doch gerade so drei Regler in dem Fernseher. Ist der Fernseher überhaupt eingesteckt? Ist er nicht. Wir müssen das Kabel hier irgendwie reparieren. Kann man den Achso. Ey, ich bin auch eine Leuchte, ne? Erstmal zum Fernseher gehen und umher drehen. Also, nee. Kann man gar. Oh, wir haben eine Dia! Jungs! Nein, wirklich. Ja. Das vorher hat uns ja gar nichts gesagt. So, jetzt können wir es vielleicht verstehen. So. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Muss das ein bisschen weiter runter? Nee. Was ist hier, wenn wir das hochschieben? Oh. Nee. Das ist hierfür nicht nützlich.
Das in der Mitte ist auf jeden Fall der Spiegel. Das muss auf Spiegelhöhe. Ich denke auch, ja. Das, ich kann das nicht weiter runterschieben. So. Okay. Oder. Ah, doch, ich habe eine Idee, vielleicht beim Sofa. Nein. Im Sofa? Ja, ich dachte, dass ich vielleicht vom. Oh, doch, ich kann es weiter runter. Ja, tut mir leid. Oh, hier sind Zahlen markiert. Die 4. Ja. Eine 4 ist markiert und da oben ist noch irgendwas sein, aber da ist aktuell noch nichts markiert. Vielleicht 4 Uhr hier auf der Uhrzeit? Nein, warte. Ich komm zurück, Alter. Oh. Kann ich kurz 4 Uhr machen? Okay, es bringt nichts. Erich ist richtig lieb, Lennart, wieder kurz am Ausrasten. Nach 30 Folgen Rusty Lake mit mir hier. Guck da mal, da sind 2 Kreise. Das eine habe ich auch nicht markiert. Doch, die eine Zahl hast du doch schon mit den anderen 2 Symbolen. Jetzt musst du das mit dem Vogel auch machen und der Lampe. Dann hast du die andere Zahl im zweiten Kreis. Die erste. Dann hast du die Uhrzeit. Ach ja, stimmt. Weil die Uhrzeit wird da oben gesucht. Ich schreibe es gerade nicht. Zieh mal die Leinwand so hoch, dass du musst sagen, du höher. Junge, du, genau. Das ist voll zieh simpel. Mal die Leinwand hoch, dass das Dach des Vogelkäfigs. Ja. Oh mein Gott. Ja. 5:20 Uhr wahrscheinlich dann? Ja. Ja. Lennart, du bist ein Genie. Okay, tauschen wir die beiden mal. Yeah, 4:25 ist. Wir haben Streichhölzer, wir können jetzt eine rauchen. Erich, Lennart kommt, wir schmökern zusammen ein. Oder das Kabel damit reparieren, wie auch immer das funktionieren sollte. Ja, wir rauchen. Ja, genau, MacGyver, Alter. Oh, wir schmökern Kot. Okay. Ja. Rauch nochmal. Ich versuch's mir im Kopf zu merken. Gedächtnistraining. Nippel. Oh. S. Truhe. Viereck. Z. Zimtschnecke. Tut mir leid, Lennart, ich muss dich hungrig machen. Also, als erstes der Nippel. Dann S. Na ja, dann das S haben wir, dann kommt die Truhe. Truhe. Genau. Wo ist er? Wo ist die Scheiße? War eben schon mal da ist sie. Nein. Was machst du denn, Nick? Da ist die Truhe. Dann das Z und dann noch dieser Eckringel, oder? Ja, die Zimtschnecke. Ja. Da ist er. Und was ist das? Erich? Das kann dem Kabel helfen. Du lieferst hier gerade. Du bringst sie echt voran. Grundsolide, musst sie einfach lassen. Also der Einzige, der nicht liefert, bist gerade du. Das stimmt. Ja, aber immer spielt er das Spiel, also so gesehen. Also ich bin der Folge gerade echt schlecht, muss ich sagen. Ja. Ja Mann. Wofür bezahlen wir dir? Warte mal. So, 669. 669, genau. 6, 6. Ich war jetzt dieser unfähige Chef, ich bin gefühlt Stromberg. Was? Du bist aber gut, kann halt das war aber ein Mensch! Nein. Meint er nicht, dass dein Fernsehen realer aussah? Stimmt. Channel 67. 67. Oh Gott, ich hab Angst, dass gleich was Gruseliges passiert. Natürlich, das hast du nicht erwartet. Aber es gibt tatsächlich einen Cube Escape Film. Wahrscheinlich ist das der Schauspieler von. Ein Ort der Entspannung. Kopf frei zu machen. Die Vergangenheit. The Lake? Wir müssen was irgendwie? Oh Gott, ich mach die Kiste aus, das stört mich. Ich kann sie nicht ausmachen. Kann ich das Kabel ziehen? Achso, also hier, The Lake ist sozusagen der nächste Code mit der Maschine, den wir machen müssen, oder? Ja. Wir haben einen Lauf. Wir haben einen Lauf, Jungs. The Lake. Boah, ich wurde mir in der Schule ausgelacht, als ich Lake sagte. Ja, ich hätte nicht gemacht. Ja, 10. Klasse. Was ist das denn? Da steht auf jeden Fall Kaffee. Nee. A place to empty the mind. Reflect on the past and the future. Aha. Ah, oh mein Gott, ich weiß. Oh, das ist gut. Das ist die Telefonnummer. Dann hast du endlich deine Telefonnummer, Mann. Ja. 14335. Lennart, was hast du gesagt? Ach, die Telefonnummer. 14335, ne? Genau. Das ist richtig. Okay, jetzt rufen wir mal an. Erich? Keine Sorge, nichts. Man kann sich ja merken, vor allem Geburtstage. 14? Also, Erich, unterstütz mich hier mal, du bist so alt. Das war auch dein Jugend hier mit. 3 und eine 5. Genau. Einfache Telefonnummer. Wir müssen nicht mal Vorwahl wählen. Hätte ich auch gerne. Ist das Mr. Crow? Hallo? Das ist 100 Pro Mr. Crow. Where am I?
Ey, sowas von Mr. Crow. Empty the mind. Ey, wurden wir gefangen genommen? Hört sich entspannt an. Be warned. Some find this place hard to leave. Okay. Mr. Crow, ey. Look through the keyhole. Aha. Gucken wir durch das Schlüsselloch. Banner. Oh, ich will nicht. Da ist er! Ah! Gott. Ein Auge. Oh. Nick. Boah, ich ramm da die Schere rein, reicht's. Ey, Lennart, das erinnert mich so an den Mond. Sieht dasselbe Auge. Können wir es anzünden? Ah, es ist Uhrzeit. Stimmt, 9 Uhr. 9 o'clock. Oder Viertel vor 12, auch gut. Wir haben dreieckigen Schlüssel. Wir wissen genau, was wir damit öffnen können. Oh. Wir wissen genau, Schlüssel, was wir das damit ist auch eher was Seltenes. Ich kann damit alle öffnen. Oh mein Gott. Ordner. Viele oh mein Ordner. Gott, es werden Akten sortiert. Noch mehr Akten. Büro. Noch Dia eine Dia 2. Und ein Taschentuch. Erstmal ganz wichtig, die Nase ausschneuzen. Brennt Zigarre? Nein? Was willst du mit dem Taschentuch jetzt machen? Hey! Du hast eben deine Zigarre geklaut. Ja, ich hab die jetzt angezündet. Hier, ja, komm. Spiegelbild. Nein, hier rauchst du weiter. Er will nicht mehr. Sie ist jetzt wieder rauchen? Nicht mehr. Er dunkel, jetzt bekommen möchte aufhören. Boah, ehrisch. Was denn? Der arme Mann. So, wo war denn? Ja, hier wollte ich hin. Warte, habe ich oben ein Foto Nee. Nein, du hast ein weiteres Dia bekommen. Dann gucken wir mal, was hier auf uns wartet. So. Ich habe gerade den Aktenkram machen wir in der nächsten Folge mit dem nächsten Gast. No. Schon so spät? Ich weiß nicht. Ja gut, vielleicht hast du noch Zeit, Erisch. Übrigens, falls ihr es nicht merkt, diese Woche ist eine reine Erisch-Woche. Egal an welchem Tag ihr auf meinem Kanal seid, Erisch ist da. Deine armen Fans. Das brauchen wir nicht mehr. Oh, was sagt uns das? Mr. Crow ist auf jeden Fall markiert. TV 508. Oh mein Gott, Lennart. Ich liebe es. Du lieferst in dieser Folge einfach richtig. Und ich habe erst 88. IV gelesen und dachte so, ha, okay, wir haben schon mal eine 4. Oh, Mr. Crow. Mr. Crow. Oh, hallo. Können wir es nochmal sehen? Mr. Was ein Crow. Film. Der schiebt wieder irgendeine Ermittlung. Schattenkreatur. Ah! Hast du eine Idee? Ja, tatsächlich. Das sind die. Das ist eine Reihenfolge, die wir da gezeigt bekommen haben. Erst war Mr. Crow. Ah. Das heißt, erst falsch rum mit T. Dann kam der Typ. TZ. Dann kam die Ermittlung, wie Erisch sagte, ne? Das ja, da. Das war wahrscheinlich für das dann Gesicht das der Frau, oder? Das umgekippte Ding, ja. Genau. Und dann das Und dann S. Dann die da hinten. Okay. Also wir haben, warte mal, hast du dir gemerkt? Warte, hä, wo muss ich das eingeben? Hä? Wo muss ich das eingeben? Was? Kann ich das Foto mitnehmen? Akten. Ach Gott, ja, die Akten, da war ja was. Die nächste Folge wird eine Programmfolge. Wer hat die? Das will ich doch nicht vorwegnehmen. Das klaut die Spannung, Erisch. Spannung, da sehe ich die Person aber nicht. Boah! Ich kann ja keinen Hinweis geben. In der nächsten Folge wird ein Brot geschmiert. Ich kann eh nachgucken. Oh Gott. Oh Gott, ey, das war zu viel des Hinweises. Hä? Warum? Aber das sind die Symbole hier, das. Warte mal, Nick, hast du nicht. Ich war nur zu bedeppert, die zu bewegen. Okay, alles klar. Jetzt habe ich eure Reihenfolge vergessen. Gehen wir nochmal hin. TZ. TZ, Dreieck, Viereck, S. Genau, TZ, Dreieck, Viereck, S. TZ, Dreieck, Viereck, S. Ja, T ist richtig. Z. Dreieck,
Dreieck. Viereck. Viereck. S. So, was ist das? Globus-Schlüssel. Da haben wir auch eine Richtung gehabt. Bereit für ein erdkundetastisches Abenteuer. Ich sowieso immer, weißt du doch. Das stimmt, da haben wir hier den richtigen. Oh, jetzt sehen wir hier Rusty Lake, wo es spielt. Oh mein Gott, guckt euch das hier an. Oder? Nee. Woods Island, da spielt ja Rusty Lake Woods und alles, ne? Gehe ich von aus, ja. Darktown, da ist das Theater und da ist wahrscheinlich die Hauptstadt, wo die Ische lebte. Seasons P, ja gut, wahrscheinlich wohnt sie hier bei Seasons Harvey Island. Harvey Island. Oh, was ist das für eine seltsame Insel? Oh mein Gott, Lennart, all die bekannten Orte. Und das ursprüngliche. Das Hotel, der Anfang von allem. Und da ist das Ende, direkt daneben. Ich weiß nicht, Hotel? Müssen wir vielleicht ich liebe Hotel, einfach weil es mein erstes Projekt war. Ah ja, genau, hier haben wir den Start. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Start hier lang. Dann da? Nee. Moment. Jungs, das müssen wir jetzt herausfinden hier. Also, wir haben den Start. Und von da geht's an den Bergen lang nach oben. Dann zwischen Berg und Bäumen. Das heißt wirklich da lang. Ja, genau. Ja. So, dann haben wir links Bäume, rechts Berge. Ich glaube, das geht darunter. Hier hin? Na, schräg, ja. Nee. Wo? Sind die einzigen Berge. Ja, okay, doch versuch mal dahin. Versuch mal dahin. Oder nach hier unten. Das war mein erster Plan, genau. So, gucken, was das nächste ist. Ach, mal, nee, stopp, geh nochmal zurück, Nick. Ja. Ist das da links, nee, das ist da rechte Insel. Stimmt, das ist eine Insel. Ja, genau. Ist ja im Wasser. Wahrscheinlich direkt so, in der Mitte, und jetzt da. Geht's nach Provinztown. Das heißt, gerade durch bis hier. Theater, also wo ist das Theater? Achso, was ist das Theater? Kann auch sein. Dahin? Ach ja, ist wirklich das Theater, du hast recht. Dann wieder mit dem Schiff. Ich glaube, wir sind falsch, oder? Nee, geh nochmal. Warte. Geh nochmal nach links. Also auf der Karte. Fährst du auf die Insel zu, kann das sein? Da unten die Insel? Die da? Genau, kannst du die erreichen von dem Theater aus? Da ist kein Haus. Nee. Immer ein Stück rechts. Oh, Mist, das habe ich verbunden. Kann ich irgendwie zurück? Dann musst du es von vorne machen, wenn du verkehrt hast. Ah, doch, ich kann es löschen. Oh. Ach ja, natürlich, da links ist auch noch eine Insel mit dem Wald drauf. Ja. Den meinte ich doch am Anfang doch eben. Ja, das oh mein auch. Gott, Lennart. Lennart, du bist einfach eine Legende. Was ist denn los mit dir in dieser Folge? Du butterst so viel wie in den letzten das Ding ist, ich Folge erinnere zusammen. Ich erinnere mich an diesen Teil des Spiels. Das habe ich nämlich auch schon mal gespielt. Oh. Ich habe das dann zusammen mit der Rally gespielt. Hier runter. Ja. Ah, Lennart, jawohl. Und jetzt hier. Oh mein Gott, Jungs, wir sind auf einem guten Weg. Jetzt würde ich sagen, schippern wir geradeaus rüber, ne? Da sieht man die Stadt. Das Haus, da die Berge. Ja. Das Haus ist links, das heißt schön hier lang. Dann drei Inseln. Wir steuern das in der Mitte an. Steuerst du die Mitte an, genau. Also so, ja. Wir ignorieren also Harvey Island. Oh nein, kommt vielleicht noch. Cabin ist links und die andere Insel rechts, da lang. Ja, hin. Durch irgendeinen schmalen Pass. Ja, genau, dadurch. Wir sind fast bei der Mühle, wo Oma Gertrude lebte. Möge sie in Frieden. Mühle ist rechts von uns. Das heißt geradeaus nach oben. Genau, da ist noch diese komische Spitze, weil wahrscheinlich angezeigt wird. Hier? Nee, Berge, da. Berge sind links von uns. Warte. Ende, okay. Und zum Ende. Oh, beim Hotel. Wir haben's! Sehr gut, wir haben's geschafft. Oh. Oh. Zeitungsartikel. Und brauchen wir auch noch. Ich würde sagen, in der nächsten Folge starten wir ein Besäufnis, ne? Das ist doch gut, dass er dabei ist und ich nicht. Genau, Erisch.
du hast echt geliefert heute. War gut mit dir, Erik. Ich hatte mein Erdkundeteil und jetzt die nächste Person darf schon das Bedürfnis erleben. Ja, wird anders gut eingeteilt worden. Vor allem, ja, wir haben einiges heute geschafft. Wir kamen darauf, den Lichtschalter umzulegen. Haben hier ordentlich was in die Akte eingetragen. Ein bisschen mit dem Fernseher rumgespielt. Die echte Person dahinter gesehen. Hatten eine kleine Dia-Show. Erisch, wir haben echt einiges erlebt. Ich glaube, du warst sogar länger da als Jessi. Werden wir dann sehen, wenn es alles rauskommt hier. Ich bin gespannt. Ja gut, schneit ja auch, ne? Genau. Also dann, Erisch, du darfst die Verabschiedung übernehmen, weil es dein Gastauftritt ist. Lennart, wir verabschieden uns, ne? Wir genehmigen uns hier schon mal ein köstliches Schlückchen. Auf ins Deiner. Auf ins Deiner. Erisch, du machst das, ne? Ja. Tschüss! Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Und dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, wenn es dann heißt, Nick und Lennart sind schon mal im Deiner und besaufen sich. Kommt mit und trinkt ein bisschen mit ihnen. Tschüss!